Hallo meine lieben Freunde der gemütlichen Unterhaltung. Willkommen mal wieder bei einer Mitvorstellung für den Euro Truck Simulator 2. Hatte ich mal wieder Lust drauf. Ist lange her. Und nähere Infos gibt's nach dem Intro. Und da haben wir natürlich das Intro schon wieder geschafft, kurz und knackig. So, ich habe heute einen Western Star 4900 FA mitgebracht. Also einen eher amerikanischen LKW. Zwar nicht so ganz für Europa, aber ist ja egal. So, machen wir gleich mal das Licht an. Standlicht besser gesagt. Jo, sieht ganz schick aus. Hinten das W als Zeichen, okay. Gucken wir mal in die Innenansicht, wenn ich es noch finde. Halt, so. Gut, hier ist ein bisschen mit Holz. Ich weiß nicht, wie man die Ausstattung so richtig nennt. Ist jetzt auch egal. Hier oben noch CB-Funk, schönes Dachfenster drin. Und die Rückwand. Ah, da kann man sogar richtig rumgucken hier. Hinterm Sitz. Okay, ich bin jetzt in der Schlafkabine. Das finde ich cool gemacht. Das finde ich extrem cool gemacht. Oh, jetzt komme ich raus. Das ist wirklich nicht schlecht gemacht. Da kann man sogar mal die Fahrt von hier hinten gutachten. Ich drehe mich mal wieder raus. So, schön. Und hier unten rechts in der Beifahrertür sieht man ein Fenster. Das ist auch schön gemacht. Spiegeln funktionieren. Auch der kleine runde Spiegel gefällt mir. Natürlich Soundunterstützung überall. Überall Lautsprecher. Und Armaturen ist alles analog. Die funktionieren auch. Sehen wir dann. Drehzahlmesser, Tacho und Luft. Dann. Ich lasse ihn jetzt einfach mal an. Natürlich von außen mal den Sound hören. Ne? Das ist eigentlich ganz ruhig. Man hat schon einen eigenen Sound. Den Jinjö. Halt mir. Rückwärts fahren. Jetzt gehen wir von innen. Guck hier das Fenster. Das sieht man. Das funktioniert. Oben. Die Sonnenblende, da spiegelt sich unten die Straße wieder. Ob das jetzt genauso funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber hat schon einen schönen Sound. Kann man den meckern. Er hat einen sehr, sehr großen Wendekreis. Hier vorne das... Oh, das ist sogar verchromt. Guck mal, das spiegelt sich. So, jetzt können wir noch mal Abblendlicht und Aufblendlicht. Das ist Aufblendlicht, okay. Also gibt es nur Standlicht. Jetzt bin ich merkwürdig. Na egal. Hube hat auch eine eigene. Klingt wie so ein altes Telefon. Und jetzt versuche ich mal wieder vorzufahren, mal eine kurze Strecke. So kann man auch gleich mal gucken. Ey, ich komme einfach nicht rum. Irgendwie ist meine Länge so extrem langsam eingestellt oder ich weiß auch nicht. So, Bremsen haben wir hier oben. Rückwärtsgang funktioniert auch. Aber ich sehe gerade, das Nummernschild ist über den Lichtern vom Rückwärtsgang. Ist zwar eine tolle Nummernschildbeleuchtung, aber... Okay. Ja, weil die amerikanischen Trucks haben wahrscheinlich auch die Nummernschild irgendwo anders. Gut, vorne, es sieht ein bisschen matt aus. Also nicht matt, sondern so kahl. Aber das kann man noch ändern.
fahre das schon mal rückwärts, dann gehen wir nochmal zum Händler und gucken, was wir da machen können. Lass mich nur mal kurz das Ding hier anhängen. Ich habe es lange nicht gespielt, ich bin außer Übung. Ich habe extra mal einen größeren Anhänger gewählt. Okay. Jetzt gehen wir mal zum LKW-Händler. Findet man unter Renault. Okay. Vielleicht kann ich so. Ja, das funktioniert. Also, man hat verschiedene Führerhäuser. Einmal so, dann einmal ein bisschen so abgerundet oder halt flach. Sieht lustig aus. Dann kann man eine zusätzliche Achse rantüdeln. Ja, die hängt in der Unterluft. Wer es mag. Dann hat man verschiedene Motorenleistungen. Von 505 PS bis 600 PS. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Und dann hier noch verschiedene Getriebearten. Hier Innenausstattung. Habe ich vorhin gar nicht gehabt. Kann man hier ein bisschen ändern. Okay. Ändert sich unten beim Fußboden. Ach, und die Sitze ändern sich. Okay. Drehen wir uns mal hinter. Sogar mit schönem Regal. Kann man sein ganzes Essen reintun. Hier ist sogar eine Mikrowelle. Kleiner Kleiderschrank. Sag mal, gibt es das in meiner Ausführung auch? Ich komme jetzt nicht mal rum. Na gut. Dann farbenmäßig. Ja, halt die Standardfarben. Und dann kann man hier extra. Da ist noch ein bisschen hier Muster drin. Ja. Und so. Und dann kann man hier verschiedene. Nee, nicht verschiedene. Hier unten kann man jetzt die gelben Dinger ranbasteln. Oder dann noch so ein Grill. Reifen ist nichts anderes. Hier kann man das ein bisschen ändern. Hier kann man die Lackierungen mit dran machen. Hier kann man nochmal solche Lichter mit dran machen. Hier kann man, keine Ahnung, nichts machen. Das weiß ich auch nicht. Hier ist die Sonnenblende. Zwei verschiedene. Hier oben das Licht. Und ich habe keine Ahnung, wo man diese Schrift sieht. Dann kann man. Hier gibt es so viele Punkte. Okay, Schutzblech. Das war das Rad. Dann kann man. Habe ich jetzt nicht gesehen. Egal. Ja, das war's dann auch schon. Ja, ist halt scheiße, dass hier das Nummernschild gerade hier ist. Na gut. Das war's, was man alles machen kann. Hab ich was vergessen? Ja, Zubehör kann man leider nicht dran machen. Ja, also jetzt hier irgendwie eine Reisetasche hinlegen und hier die Wackelfiguren. Das funktioniert hier leider nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob es jetzt an diesem Mod liegt oder vielleicht mit einer neuen Version. Das habe ich noch nicht probiert. Keine Ahnung. Okay. Dann fahren wir noch eine kurze Runde. Sonst war das Video zu lang. Ja. Was hat er mich jetzt gefragt? Ich weiß nicht. So, rausgehen. Rausgehen. Und dann fahren wir noch mal eine kurze Runde. Und es ist immer noch scheiß Wetter. Ich dachte, ich hatte aufblendlich gehabt. Egal. Jetzt gucke ich noch mal bei mir. Ich habe natürlich die billige Variante. Ich habe kein Regal, ich habe keine Mikrowelle, ich habe keinen Kleiderschrank. Mist. Okay, dann fahren wir mal eine Runde. Ist jetzt egal, wohin ich fahre. Ich fahre jetzt einfach mal hier raus. Blinker funktioniert. Ach ja, was ich anmerken muss. Scheibenwischer innen. Scheibenwischer außen.
ist nichts da. Das ist schade. Ich gucke gerade die Schrift. Sieht man jetzt nicht. Naja, ihr könnt ja irgendwie, dass man hier noch ein paar Lampen reinbauen kann, ja, zum Aufblenden. Weil ist ja nicht so die volle Aufblendung hier. Boah, da fahren wir mal. Ja, funktioniert nur, ja. Hat einen sehr, sehr großen Wendekreis. So, jetzt gehen wir mal in die Innenansicht. Dass wir mal die Armaturen ein bisschen begutachten. Tacho funktioniert, Drehzahlmesser. Und links unten, das müsste die Luft sein. Und der Sehne geht ein bisschen hoch. Ich nehme mal an, das ist der Luftdruck. Aber wo jetzt der Tacho ist, Tankanzeige, das weiß ich nicht. Ansonsten ist schon schön gemacht, ja, gut. Kann man jetzt nicht meckern, oder? Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wenn ihr irgendwas seht, was ich mal vorstellen soll für einen Euro Truck Simulator 2. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, dann mache ich da eine Webvorstellung, kein Problem. Vielleicht seid ihr auch selber die solche Mods machen. Schreibt mich einfach an. Mach ich gern. So. Ja, hier oben sieht man das Spiegeln, manchmal die Streifen und die Leitplanke, auch wenn sie ganz nah ist. So, dann werde ich mich mal verabschieden, weil es gibt einen sehr bösen Bug bei dieser Mod. Und deswegen, ich denke, das wird jetzt wieder passieren. Deswegen sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt da auf den kleinen Knopf zum Abonnieren. Und ja, teilt das Video so oft ihr wollt. Und zwar jetzt noch zu diesem Bug. Es gibt die Taste I, da kann man durchschalten, wenn man digitale Anzeigen hat. Aber er hat ja keine digitalen. Und ich drücke jetzt und ich sag schon mal ciao. Euro Truck Simulator 2. Funktioniert nicht mehr. Ihr seht zwar jetzt noch das Bild, aber das ist ein Standbild. Ich kann ja nichts mehr machen. Ich bin jetzt außerhalb vom Spiel. Das ist abgestürzt. Okay, dann ciao mit. Nein, ich mach's niemand nach. Macht's gut. Ciao.